Dankeschön. Von mir auch nochmal zum Abschluss ein fröhliches Hamburger Moin an Sie alle. Mein Name ist, wie gesagt, Alexander Detow. Ich bin CTO und Co-Founder der AVEC GmbH. Wir sind ein noch relativ junges Start-up im Bereich Netzwerk- bzw. Videoqualitätsmessungen. Ich freue mich, Sie heute durch die Video-Quality-Horror-Show zu begleiten, die vielleicht nicht ganz so gruselig sein wird. Kommt auf den Vortragenden an, ich weiß, aber dafür dann doch hoffentlich recht spannend. Ich würde sagen, wir legen einfach gleich los. Das Thema Video, deswegen sind wir eigentlich auch alle hier, ganz klar, lässt sich nicht mehr ignorieren. Das macht mittlerweile einen Großteil des IP-Traffics aus. Die Screens werden immer größer, der Trend geht immer mehr in die Richtung Big Screen. Immer weniger wird der Desktop genutzt und gleichzeitig die linearen Angebote gehen auch oder werden weniger angenommen. Man möchte immer mehr nicht-lineare nutzen und verwendet dann entsprechende Online-Angebote. Und das ist dann natürlich ganz klar, dass bei dieser neuen Technik auch entsprechende Einflüsse durch das Netzwerk kommen, wie das Giel auch schon so schön gesagt hatte. Und da ist dann einfach ein höherer Bedarf, einfach mal auch zu fragen, was ist eigentlich notwendig, um hier eine gute Verfügbarkeit bzw. Qualität auch an Endkunden liefern zu können. Ja, jetzt habe ich einfach mal mir den Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob Sie DALL-E 2 kennen. Das ist so eine Suchmaschine, da kann man bestimmte Dinge eingeben und dann wird ein Bild generiert. Und ich habe einfach meinen Spaß gemacht und ungefähr eine Darstellung versucht zu generieren, wie ich ungefähr aussehe, wenn das Streaming nicht so ganz perfekt läuft. Und das ist ungefähr so der Fall. Ja, was kann passieren, dass ein Kunde sich so aufregt, dass das Streaming einfach nicht so perfekt funktioniert? Am Anfang natürlich, ich muss irgendwie zu dem Video hinkommen. Also zum Beispiel, ich bin jetzt mit der Deutschen Bahn hierher gekommen und eigentlich hatte ich schon ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem DB-WLAN, aber auf dieses Mal tatsächlich, ich weiß nicht, ob es mit dem Vortrag was zu tun hatte, aber dieses Mal, ich wollte einfach nur bei YouTube einen Teststream noch mal kurz durchgehen und es hat wirklich, es war Arbeit, gefühlte Arbeit schon beim Zugucken, bis ich überhaupt zu dem Video hinkam. Ja? Wenn ich dann einmal da bin, dann ist die Frage, wie lange dauert das eigentlich jetzt, bis das Video lädt? Ich persönlich bin da schon ein bisschen mittlerweile ein geduldiger Kunde geworden, wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt in dem Gebiet drinstecke. Ich sage mir, gut, dann warte ich halt einfach, irgendwann wird es schon starten. Es gibt natürlich auch Statistiken und auch im privaten Umfeld, kenne ich das und vielleicht kennen Sie auch Leute, die schon nach ein paar Sekunden sagen, oh, das dauert mir jetzt aber ein bisschen zu lange, jetzt werde ich mal die Seite neu laden oder ich probiere es ein andermal oder probiere es mal in einem anderen Browser, an einem Computer, irgendwas in diese Richtung wird passieren. Dann ist die Frage, das ist ein Thema, das hat jetzt Gila auch schon anmoderiert hier zum Beispiel, dass man guckt den Film und auf einmal geht die Qualität runter. Ein paar Mal kann man es vielleicht nur ignorieren und sagt, ja, okay, gut, ist jetzt gerade komisch gewesen, aber es ist in Ordnung, wenn es eine kurze Frequenz war. Aber wenn es länger dauert oder sehr häufig ist, dann wird das doch schon auf Dauer etwas nervig für den Endkunden. Dann unser allbeliebter Ladekringel. Er tritt heutzutage nicht mehr so häufig in Erscheinung, mehr am Anfang, aber letzten Endes meist an den spannendsten Stellen kommt er auf einmal und ja, dann ist natürlich der User auch entsprechend gestört. Und natürlich, ganz klar, sonst brauchen wir gar nicht erst anzufangen, die Qualität des Videos selbst. Ne? Wie haben wir das Ganze kodiert, dass es dann auch entsprechend effizient übertragen werden kann und auch in einer guten Qualität wieder zurückgeneriert werden kann auf der Client-Seite. All diese Faktoren, wenn wir die berücksichtigen und dann das Erlebnis vom Kunden dazu reinnehmen, das bezeichnen wir dann als die Quality of Experience, also technische Parameter plus das psychologische Empfinden. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann ist auch unser User, also in dem Falle unser Gorilla, auch wieder happy und kann das Streaming auch vollwertig genießen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich eigentlich das Erlebnis messen? Und da gibt es zwei verschiedene Ansätze. Erste ist noch ein relativ einfacher. Das ist einfach, man befragt Personen. Das wird tatsächlich auch so gemacht in Studien, dass man zum Beispiel einfach sagt, okay, du siehst jetzt einen Stream und auf einer Skala von 1 bis 5, hier die Sterne, bewerte doch einfach mal, wie gut war für dich jetzt die Abspielqualität. Ja, also Sie können sich auch mal den Spaß machen, wenn Sie das nächste Mal irgendwie bei YouTube, Amazon, Netflix irgendwie einen Film sich angucken, dass Sie einfach mal überlegen, so mal währenddessen oder auch am Ende des Films, wo würde ich das jetzt eigentlich einordnen von der Abspielqualität? Das ist manchmal ganz interessant, sich da selbst noch mal ein bisschen so abzufragen. Das ist bringt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die ganze Sache. In subjektiven Befragungen natürlich ist das Problem, es ist halt auf Dauer ein bisschen kostspielig, beziehungsweise wir können auch nicht jeden befragen, der den ganzen Stream sich anschaut. Aber letzten Endes, um schon mal so erste Erkenntnisse zu bekommen, ist es ein guter Weg.
Der nächste Schritt wäre dann in die Automatisierung reinzugehen. Das heißt, wir erfassen technische Parameter und Netzwerkparameter, um dann daraus entsprechend die QI abbilden zu können. Und das ist natürlich, hier können wir ein viel größeres Feld an Usern abdecken, erhalten dann dafür natürlich nicht unbedingt immer die einzelne Meinung des individuellen Users, aber dafür doch einen Großteil dessen, was die Mehrheit aller Nutzer gesagt hätte am Ende. Ja? Und dafür gibt es einen Algorithmen. Und die Idee dahinter ist, dass dieser Algorithmus hier, ich weiß nicht, ob man den Laserpointer so gut sehen kann, entsprechend einen sogenannten Mean Opinion Score ausgeben kann. Vielleicht ist einigen von Ihnen Mean Opinion Score schon ein Begriff oder MOS. Es ist entsprechend halt ein Wert zwischen 1 und 5, den unser Algorithmus dafür ausprägen soll. Und wir sagen von daher weg, das ist die KPI Nummer 1, beziehungsweise eigentlich die KQI, weil wir wollen nicht Performance messen, wir wollen Qualität messen. Und die Idee ist, solange dieser Wert hier oben im grünen Bereich ist, ist alles super. Wir müssen also nicht jeden einzelnen technischen Parameter uns angucken und dann kommt da mal wieder beim Alerting irgendwie rein, ach, die Bitrate ist jetzt runtergegangen, hier war mal ein bisschen ein paar Millisekunden längeres Warten ganz am Anfang. Solange dieser Wert hier oben im grünen Bereich ist, brauchen wir uns darum erstmal noch keine Gedanken zu machen. Es wird erst interessant, wenn es hier in den gelb-roten Bereich reingeht. Und die Frage ist, wie kann man das entsprechend herausfinden? Wir nutzen dafür verschiedene Algorithmen und wir nutzen dafür den P1203 Standard. Das ist ein Standard von der ITU. Dieses Modell wurde an tausenden von Sequenzen wurden halt mehreren Menschen vorgestellt und diese Sequenzen waren mit verschiedenen Störungen unterlegt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Man hat ihnen die Störungen entsprechend vorgespielt und hat sie dann entsprechend bewerten lassen, so wie ich das gerade gesagt hatte, auch zwischen 1 und 5. Und hat daraus dann verschiedene Modelle entwickelt, die man dann zusammen in ein Modell reingemerged hat. Und dadurch kann man eine sehr gute Vorhersage der durchschnittlichen Kundenmeinung erzeugen. Und das Schöne an diesem Modell ist, man kann es mit einer Referenz, mit einem Referenzvideo tatsächlich auch auswerten, um dann entsprechend herauszufinden, wie hat sich Qualität insgesamt geändert. Ich brauche aber nicht unbedingt diese Referenz. Das heißt, ich muss nicht unbedingt die Quelle haben vom Sender, sondern kann einfach im Endgerät drin sitzen und trotzdem schon eine sehr gute Vorhersage dafür geben. Wie ist dieses Modul nun aufgebaut? Also, es geht los, wir nehmen als Input einmal den Bitstream am Endgerät und füllen dazu noch Metadaten an. Diese geben wir jetzt auf ein Videomodul, ein Videoqualitätsmodul und ein Audioqualitätsmodul, das entsprechend uns den Mean Opinion Score pro Sekunde zurückgeben kann, für einen ganz kurzen Zeitabschnitt von ungefähr jeweils 10 Sekunden. Also alle 10 Sekunden kommt hier so eine Auswertung, wie ist einmal der Qualitätsscore rein für Video und wie ist der Qualitätsscore rein für Audio. Wenn wir jetzt noch zusätzliche Events dazu nehmen, also wenn der Ladekringel zum Beispiel auftaucht, die initiale Ladezeit und weitere Metadaten, können wir das zusammen mit diesen sekündlichen MOS-Werten, getrennt nach Audio und Video, aufintegrieren zu einem Gesamt-MOS-Wert, der dann letzten Endes unsere finale Bewertung ist, für Abschnitte von ungefähr 5 Minuten. Warum jetzt nur 5 Minuten? Ganz einfach, ich hatte ja gesagt, man hat Personen wirklich eingeladen zu Tests und jetzt kann ich natürlich nicht von einer Versuchsperson verlangen, schauen Sie sich jetzt mal bitte 10 Filme eine Stunde an und dann bewerten Sie das mal bitte. Sondern man gibt dann halt kurze Sequenzen und dann ist es natürlich darauf perfekt trainiert worden. Man kann das aber dann entsprechend natürlich auf 4 höhere Filmlängen hochskalieren. Jetzt ist es natürlich so, wenn ein Standard entwickelt wird, entwickelt sich parallel auch die Technik weiter. Neue Codecs entstehen, neue Endgeräte, also alles, was während solcher Versuchsreihen natürlich nicht zu 100% mehr berücksichtigt werden kann, weil die irgendwann auch ihren Abschlusspunkt finden. Das heißt, es ist wichtig, dass man das Ganze kontinuierlich anpasst. Wir als AVEC GmbH, wir sind eine Ausgründung der Technischen Universität Ilmenau, vielleicht ist sie einigen bekannt, und die kümmert sich entsprechend darum oder arbeitet mit uns zusammen, dass dieses Modell entsprechend erweitert werden kann mit den neuen Anforderungen. Wir, die AVEC, nutzen dann diese neuen Erweiterungen, bringen diese in Produktiveinsatz und geben dann wieder Feedback zurück an die TU Ilmenau, die das dann natürlich wieder für ihre Erweiterung nutzen kann. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, einmal auf der OTT-Ebene ist es noch relativ einfach, da gibt es schon ziemlich gute Lösungen, die allerdings mehr auf der QoS-Ebene unterwegs sind, also mehr reine technische Parameter sich anschauen. Ich möchte heute den Use Case für Internetanbieter vorstellen, weil der ist nochmal ein bisschen schwieriger zu handhaben. Da ist das Modell dann gerade sehr interessant zu nutzen, weil ein Internetanbieter, der hat natürlich jetzt nur einen verschlüsselten Datenverkehr
Und A darf er es nicht und B, technisch sollte er es eigentlich auch nicht können, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie einen super Quantencomputer hat und ein gutes Hacker-Team. Und auf jeden Fall ist es so, wir können entsprechend trotzdem oder wir brauchen trotzdem jetzt eine Rückmeldung, wie gut funktioniert das Streaming in dem Netzwerk des Internetanbieters. Und wir können nicht einfach eine allgemeine Aussage machen, naja, in dem Netz funktioniert das bei der und der Bandbreite entsprechend so und so gut. Das kann man auch nicht so allgemein machen, weil jeder Service ist entsprechend für sich individuell. Darauf gehe ich später auch nochmal ganz kurz rein. Das heißt, es kommt auf den Standort an, es kommt auf den Anschluss an und es gibt dann halt verschiedene Ansätze, wo dann die Qualität entsprechend gut läuft. Die Lösung dafür sind sogenannte Internet Service Probes. Vielleicht hat die schon mal jemand so einen ähnlichen Begriff gehört in der Art. Hier mal ein Bild von einer unserer Probes in eingebautem Raspberry Pi, kann aber auch auf einer anderen Hardware laufen, kann auf was Größeres sein entsprechend. Diese werden aufgestellt an verschiedenen Standorten, die dann einfach nichts anderes machen, als den ganzen Tag fernzusehen. Und das Wichtige ist dabei, dass das gar keine Simulation ist, sondern tatsächlich echtes Streaming. Also diese Probe macht genau das, was ich als Endkunde tun würde. Sie geht auf die Website und ruft dann entsprechend das Video auf, also sucht sich den Link raus und guckt dann entsprechend eine vorgegebene Dauer oder meinetwegen auch das ganze Video und berechnet dann am Ende den Score dafür und kann das Ganze natürlich auch rückwirkend machen, dass ich dann nachher sehen kann, okay, in dem Bereich war jetzt der MOS hier durch diese sekündlichen Werte schon auf dem Wert, dann ist er wieder in diese Richtung gegangen. Also es lässt sich dann komplett rückverfolgen, wie sich das verhalten hat. Jetzt möchte ich hier mal ein paar Ergebnisse oder ein paar interessante Erkenntnisse vorstellen, deswegen so ein bisschen Horrorshow, auch wenn es nicht ganz Horror ist, die wir mit ungefähr 2 Dutzend solcher Probes, die wir mal in Deutschland testweise aufgestellt haben, ermittelt haben. Und hier ein ganz interessantes Verhalten, das ist jetzt der MOS-Score. Wo ist jetzt der Laserpointer? Sehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, Sie sehen mit Pfeilen, das ist markiert. Der Score für YouTube hat hier in letzter Zeit angefangen, stärker zu pendeln. Und das in einer sehr regelmäßigen Kurve. Und er ist zwar immer noch über 4, das heißt insgesamt ist das Ergebnis noch ziemlich gut, aber an sich ist es doch schon irgendwie sehr auffällig, dass es so stark pendelt. Und die Ursache dafür ist, wir haben uns einfach mal dann verschiedene andere technische Parameter angeguckt, die wir natürlich erfassen müssen, um auf diesen MOS-Score zu kommen, und haben gesehen, dass die Auflösung von YouTube am Tag geringer ausgespielt wird als in der Nacht. Ja, also wenn Sie jetzt beim Player und YouTube entsprechend auswählen, Qualität automatisch, dann kommt so ein Verhalten zutage. Das ist einfach, um Daten einzusparen. Man kann natürlich trotzdem am Tag auch noch eine viel höhere Qualität auslesen, wenn man, oder abspielen lassen, wenn man im Player entsprechend ein höheres Qualitätslevel anwählt. Aber beim automatischen Playerverhalten ist das erstmal jetzt so das Verhalten. Hier ein anderes Beispiel, und zwar geht das mal um den MOS von Amazon. Das ist die grüne Kurve hier. Sie sehen, hier unten war es noch relativ niedrig, es hat sich dann verbessert auf einmal und hier hinten geht es nochmal ganz leicht runter, ist aber nicht mehr so stark wie ganz am Anfang. Was ist da passiert? Wir haben uns mal angeguckt, wie oft hat denn Amazon während eines einzelnen Playouts im Durchschnitt die Qualität verändert. Da sehen wir jetzt zum Beispiel hier, YouTube ist hier unten in dem Bereich, da sieht man wie dieses Pendelverhalten, ne? Das ist so ein Qualitätsswitch im Durchschnitt, während jetzt Amazon sich erst später wieder auf den einen Qualitätsswitch eingependelt hat und vorher viel höher lag, bei ungefähr 3,5 bis 4 Qualitätsswitches. Das hat natürlich dann entsprechend die Auswertung auf die Userbewertung, wenn wir ihn gefragt hätten, der hätte das natürlich mitbekommen. In dem Falle möchte ich dazu sagen, das ist jetzt nicht echtes Amazon Prime Video, sondern ein Trailer dazu. Einfach aus dem Grund, weil dieser ist frei verfügbar. Wir brauchen dafür jetzt keinen Benutzeraccount, der da jetzt irgendwie mit Prime arbeitet. Ich weiß nicht, ob es Ihnen vielleicht mal privat auch aufgefallen ist oder in anderen Kontexten. Die Trailer, die laufen jetzt nicht meist immer auf dem besten Qualitätslevel wie jetzt das eigentliche Video, das man sich dann nachher als User dann anschaut. Deswegen, das ist dann so ein Artefakt, das dann da entsprechend auftreten kann. Dann hier, das ist jetzt einfach mal so eine allgemeine Übersicht von verschiedenen Bitraten, die im Durchschnitt für verschiedene Videodienste im Durchschnitt in Deutschland genutzt werden. Und da sieht man einfach auch, wie zum Beispiel effizientere Codecs, ne, YouTube nutzt meistens VP9, hier im unteren Bereich das rote, halt viel geringere Bitrate benötigen als andere Dienste weiter oben, die jetzt vielleicht nicht gerade mit VP9 arbeiten. Das ist natürlich jetzt interessant von der Seite her, wenn man Internetanbieter her ist, dass man dann entsprechend planen kann, wie die einzelnen Bottlenecks entsprechend gestaltet werden müssen, dass dann
das entsprechend alles durch kann und zum User auch gut ankommt. Das Initial Loading Delay, also die Zeit, die benötigt wird, um von dem Moment, wo ich den Play-Button klicke, zum Video zu gelangen, also dass es dann tatsächlich auch anfängt zu spielen, also die initiale Startzeit, auch nochmal in einer Übersicht. Man sieht, viele Anbieter sind so noch in einem relativ kurzen Bereich. Netflix sticht hier ein bisschen heraus. Warum ist das der Fall? Ich weiß nicht, wer von Ihnen privat Netflix schaut, aber wahrscheinlich werden Sie sagen, naja, der Ladekringel, der ist doch nur ganz kurz zu sehen, das startet doch relativ schnell. Netflix hat folgendes Verhalten, dass es in dem Augenblick, wo ich das Video auswähle, erstmal so ein rotes, großes N generiert wird, das mir dann entgegenfadet und dann auf einmal wieder ins Schwarze wegfadet. Dann kommt erst der Ladekringel und dann fängt das Video an zu starten. Und im Prinzip ist das auch schon Laden. Das ist schon Ladezeit. Auch wenn dem User suggeriert wird, wir rendern hier gerade nur ein bisschen Grafik und wir navigieren rüber. Und ein Internetanbieter ist natürlich daran interessiert, den gesamten Prozess zu messen, weil er natürlich den gesamten Prozess beschleunigen möchte. Ja, und nicht nur den einen Bereich, wo dann mehr der Ladekringel angezeigt wird. Deswegen haben wir hier nochmal so einen kleinen Offset nach oben im Vergleich zu den anderen Anbietern. Diese Grafik, das ist jetzt mein Liebling. Ich hatte einfach mal Lust auf ein kleines privates Experiment mit unserer Technologie. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ich habe es ein bisschen anonymisiert. Das sind hier hinten A, B, C, D, echte Fernsehsender hier in Deutschland, die eigene Mediatheken haben oder entsprechende Streaming-Angebote. Und es gibt einen All-in-One-Anbieter, der an sich die Kanäle halt empfängt von den Sendern und am Ende insgesamt ausstrahlt. Und was ich einfach mal mich interessiert hatte, war, wie ist denn das? Ich habe jetzt HD-Sender in dem Online-Format, da ist ein HD-Logo eingeblendet. Kriege ich denn tatsächlich nach einer Auflösung bei mir auch HD? Und einige Mediatheken oder Angebote von den Sendern sind so, dass sie sogar noch Sender von anderen Sendern halt mit ausstrahlen in ihrem Angebot. Und das habe ich einfach mal versucht zu vergleichen. Und das fand ich ganz interessant, weil im Prinzip war es häufig so, dass der All-in-One-Anbieter die HD-Videos oder die HD-Sender tatsächlich auch immer wirklich auf einem sehr guten Level abgespielt hat, während teilweise einige Sender, wie zum Beispiel hier in dem Bereich, das eine viel niedrigere Qualität abgespielt hatten als HD, obwohl das HD-Logo eingeblendet war. Natürlich, das ist jetzt nicht ganz allgemeingültig, das war in dem Sinne ein Privatexperiment mal bei mir zu Hause auf meiner eigenen Heimmaschine, aber ich fand es trotzdem einfach mal interessant zu beobachten und dachte mir, das ist eine Erkenntnis, die ich mal gerne auch in dieser Runde teilen möchte und vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen kurios empfindet. Was wir dann auch von einem Sender erfahren hatten, war, oder einem Anbieter, der hatte tatsächlich bei sich in dem Zeitpunkt, weil er gerade auch anfing, sein Streaming-Angebot aufzustellen, der hatte ein bisschen die Sender an sich von der Auflösung gedrosselt, um erstmal zu gucken, wie pendelt sich das ein. Also in dem Sinne war da jetzt nicht irgendwas schiefgelaufen, das war halt wirklich, wir wollen erstmal gucken, dass wir es langsam ausbauen. Genau. Wofür kann man diese Daten jetzt nutzen? Als Internetanbieter natürlich Optimierung der Datenverteilung, des Peerings zu den CDNs, Optimierung der Bottlenecks. Man kann entsprechend den Kundensupport verbessern. Also der beste Use Case ist eigentlich, man sieht jetzt auf dieser MOS-Skala, sie geht in den gelb-roten Bereich. Das jetzt ist der Zeitpunkt zum Handeln. Bevor der Kunde anruft und sich beschwert, hat man das Problem schon erkannt und kann entsprechend reagieren. Dann natürlich eine bessere Ausrichtung der Produkte. Also wenn man jetzt heute zum Beispiel einen Internettarif abschließen möchte, dann kriegt man manchmal so ungefähre Beschreibungen, was bedeutet es, wenn ich einen 50 Mbit Anschluss kaufe oder einen 100 Mbit Anschluss kaufe oder halt höher. Und das kann man damit noch optimieren. Man kann nämlich auch sagen, okay, du brauchst für ein Streaming mit 4K bei Amazon unbedingt diesen Anschluss. Oder wenn du jetzt nur auf Standardqualität stehst, dann reicht für dich auch dieser Anschluss. Also man kann das dann noch so ein bisschen feintunen in diese Richtung mit solchen Daten. Dann auch ein Thema ist der Vergleich mit der Konkurrenz. Man kann sich auf einem Faktor, der wirklich vom Kunden wahrgenommen wird, miteinander vergleichen. Das sind Daten, die natürlich einerseits den Wettbewerb interessieren, dass man entsprechend sich optimieren kann, gleichzeitig aber auch das Marketing, um damit entsprechend Werbung zu gestalten. Und natürlich, ganz wichtig, die Anwendung selbst soll besser gestaltet werden. Man möchte verstehen, was ist, wenn ich jetzt diesen einen Parameter ändere, hat das eine Auswirkung, kann das den User beeinflussen, bringt das eine Verbesserung. Ein Ausblick auf die Zukunft,
wir wissen es alle, das Conferencing ist da. Es ist nicht mehr ein Zukunftsthema, es ist wirklich da. Und ja, das ist letzten Endes ja auch Video, das genutzt wird. Hier kommen natürlich noch zusätzliche Faktoren rein, wie zum Beispiel Synchronität der Lippen, wenn ich spreche. Oder ich weiß nicht, bestimmt hat das auch einer von Ihnen während des Lockdowns mal erlebt. Man erzählt etwas und auf einmal spricht der andere dazwischen. Und das sind alles so Artefakte, die hier noch hinzukommen bei dem Video, wo dann QI natürlich noch interessanter wird, das entsprechend zu gestalten. Und die Zukunft, wir hatten vorhin schon einen Vortrag gehabt über Metaverse oder Betaverse. Die Zukunft will natürlich auch ins Metaverse gehen. Da kommen immer mehr interessante Anwendungen. Und hier kommen natürlich noch ganz andere Parameter auch auf einer körperlichen Ebene hinzu. Weil wenn ich zum Beispiel so ein Gearset aufhabe und jetzt meinen Kopf drehe und die Landschaft so ganz ruckelig sich hinterher bewegt oder dabei noch verpixelt, dann kann es tatsächlich dann zu dieser Motion Sickness führen, dass mir auf einmal schwindelig wird währenddessen. Das heißt, hier kommen noch mal ganz andere Anforderungen an solche Messtechniken ran und das sind auch Bereiche, die wir entsprechend spannend finden und auch weiter in diese Richtung gehen wollen. Damit bin ich jetzt auch zum Abschluss gekommen meiner Präsentation. Ich möchte mich bei Ihnen in dem Sinne bedanken. Gemäß dem Motto, you stream it, we measure it, freuen wir uns mit unseren Tools der Surfmeter-Technologie das Ganze entsprechend begleiten zu können. Ich freue mich, wenn der ein oder andere Lust hat, sich zu diesem Thema genauer auszutauschen und bedanke mich und wünsche Ihnen allen eine angenehme Heimreise und denken Sie einfach mal dran, wenn Sie das nächste Mal streamen, einfach mal überlegen, wo ungefähr würde ich die Abspielqualität einordnen. Dankeschön. Einen herzlichen Applaus, Alexander Depo.